Heute Stand 8.30 Uhr hatten wir auf der Welt 95.413 Fälle gemeldet bekommen. Das ist eine Zunahme von 2.334 Fällen seit gestern. Von diesen 95.413 sind 3.285 Todesfälle gemeldet worden und 53.400 Menschen sind auch genesen infolge der Infektionskrankheit. Nach wie vor haben wir den größten Teil der Fälle in China, 80.520, aber die Zunahme der Fälle außerhalb Chinas ist schneller, größer als innerhalb Chinas. Außerhalb Chinas sind inzwischen Fälle aufgetreten in insgesamt 80 Ländern, und zwar insgesamt 14.893 Fälle. Das sind seit gestern 2.215 Fälle mehr. Also Sie sehen daran, dass die Fallzahlen nun in erster Linie nicht aus China kommen, sondern dass die Fallzahlen vor allen Dingen in anderen Teilen der Welt auftreten. Wir wissen, dass von diesen 14.893 Menschen nach unserem Kenntnisstand 419 einen schweren Krankheitsverlauf haben. Und wir sehen zurzeit die intensivsten Geschehen in Südkorea. Dort sind es 5.766 gemeldete Fälle und im Iran, dort sind es 2.922 Fälle. Wenn wir uns jetzt etwas näher an Europa wenden und Deutschland im Auge haben, es gibt ja diese WHO-Euro-Region. Hier haben wir insgesamt 4.354 Fälle. Das sind seit gestern auch 976 zusätzliche Fälle. Und davon sind 114 verstorben. 324 schwere Krankheitsverläufe wurden uns auch bislang gemeldet. Aus verschiedenen Ländern. Italien hat, jetzt komme ich zu den Fallzahlen nochmal runtergebrochen auf Länder in der Nähe von Deutschland. Italien hat heute Morgen Stand 8.30 Uhr 3.089 Fälle vermeldet. Frankreich 285, Spanien 202, das Vereinigte Königreich 85 und in der Schweiz haben wir ebenfalls 80 Fälle. Also das ist die Situation außerhalb Deutschlands. Und nun komme ich zur Situation innerhalb Deutschlands. Nun in Deutschland, das wissen Sie, haben wir seit etwa 10 Tagen Fälle, die zunehmen. Wir stehen heute, Stand 8 Uhr, bei insgesamt 349 laborbestätigten Fällen. Und zwar finden wir die in 15 Bundesländern in 98 Landkreisen. Also die Zahlen nehmen zu. Und auch die Regionen, in denen die Zahlen auftreten, nehmen zu. Ich möchte nur die 4 Bundesländer nennen, an denen wir aktuell die meisten Fälle haben. Das ist zum einen Hessen mit 14 Fällen, Niedersachsen mit 10 Fällen, Bayern mit 52 Fällen, Baden-Württemberg 65 Fälle. Und im Vordergrund steht nach wie vor das Geschehen, das mit dem Landkreis Heinsberg in Verbindung steht, Nordrhein-Westfalen. Dort sind es 175 Fälle. Wenn wir uns anschauen, wie die Verteilung ist, Alter, Geschlecht, wir haben Fälle zwischen 2 und 91 Jahre, das Median ist 40 Jahre und wir finden momentan bei 172 bei 302 Fällen ist das Geschlecht bekannt. Davon haben 172 männlich und 130 weiblich. Das heißt also auch hier sind die Zahlen bisher so, dass es so aussieht, als wenn die Krankheit eher bei Männern vorkommt, wobei das aber wirklich nur aktuelle Tendenzen sind, die sich ja quasi täglich ändern. Etwas, was für uns als Epidemiologen und im Hinblick auf die Verbreitung der Krankheit sehr, sehr wichtig ist, ist, wo haben sich denn die Menschen angesteckt? Also wo sind die Infektionsherde? Wo kommen die Infektionen her? Und das ist eine Tendenz, die wir Ihnen ja auch in den letzten Tagen schon vermittelt haben. Es ist so, dass inzwischen eben die Mehrzahl der Personen, die wir als Meldefälle haben, nicht mehr im Zusammenhang mit einem Auslandaufenthalt stehen, sondern eher mit einem Inlandaufenthalt. Von den Fällen, von 307 Fällen wissen wir inzwischen nach bestem Wissen und Gewissen, wo sie sich wahrscheinlich angesteckt haben. Und zwar haben sich 64 in Italien
14 im Iran und 2 in China angesteckt. Das heißt, es hängt also mit epidemiologischen Kontakten zu diesen drei Ländern zusammen. Aber der größte Teil hängt eben mit Kontakten im eigenen Land zusammen. Nordrhein-Westfalen, Heinsberg 162 Personen, Bayern 29 Personen, Baden-Württemberg 10 Personen. Ich möchte das nochmal betonen. Diese Zahlen, sie verändern sich immer mehr dahingehend, dass das Geschehen eben in Deutschland sich ausbreitet. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich damit auch gute Chancen haben, in Deutschland die Bekämpfung, die Ausbreitung zu verbreiten. Darum ist es so wichtig, dass wir nach wie vor in Deutschland so viel wie möglich daran arbeiten, dass das Gesundheitsamt in der Lage bleibt, Kontaktfälle nachzuuntersuchen und die aufzuspüren und entsprechend dann Quarantänemaßnahmen auszusprechen. Also das Geschehen wird mehr getrieben von Innerdeutschen, als dass es ums Ausland geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir müssen die Maßnahmen, die wir in Deutschland fahren, ganz, ganz intensiv weiter behalten. Nochmal dieser Begriff, den Sie schon öfter gehört haben in den letzten Tagen, diese Eindämmungsstrategie, auf Englisch Containment, muss weiter gefahren werden. Das ist zunächst mal die Lage zum Coronavirus geschehen. Und ich möchte heute kurz die Gelegenheit nutzen, etwas auf ein anderes Thema noch einzugehen. Wir bringen ja jede Woche einen Wochenbericht heraus, wo wir darüber berichten, wie die Situation bei der Influenza ist. Die Influenza führt ja ebenfalls zu einer Lungenentzündung. Und ich möchte Ihnen einfach nur, jetzt wöchentlich geben wir Ihnen diese Zahlen durch, die sind Ihnen zwar allen bekannt, die sind ja auch auf unserer Website publiziert in Form eines Berichtes, der jede Woche erstellt wird, aber nur mal, um Ihnen die Zahlen zu nennen. Wir haben in diesem Jahr bislang im Rahmen der Grippewelle 119.280 laborbestätigte Influenza-Fälle gemeldet bekommen in Deutschland. Und wir haben bislang mit Stand 40. Meldewoche, also letzte Woche, haben wir 202 Todesfälle gemeldet bekommen, die im Zusammenhang mit Influenza-Virus-Infektionen stehen. Und von diesen Todesfällen waren 87% älter als 60 Jahre. Das heißt also, das ist die uns allen bekannte Risikogruppe der Älteren und derjenigen und Hochalten, die auch oft Grundkrankheiten haben, weshalb wir immer alle Menschen in diesen Altersgruppen auffordern, sich vor der Influenza-Welle oder noch in der Welle auch gegen die Grippe zu impfen, denn wir haben ja einen Impfstoff gegen Influenza. Und ich möchte das immer wieder betonen, dass wir uns dagegen schützen können und dass ich alle Mitbürger und Mitbürgerinnen einfach bitte, dass sie die Influenza nach wie vor nicht aus dem Auge verlieren und dass Sie sich im nächsten Jahr zumindest, wenn Sie es dieses Jahr nicht gemacht haben, dagegen impfen lassen, bitte. Sie sagten vorhin, es gibt eine 7-Tage-Karenzzeit gewissermaßen. Was bedeutet das? Treten nach 7 Tagen Symptome auf? Sind die Personen nach 7 Tagen ansteckend? Und welchen Zusammenhang gibt es zwischen Symptomen und Ansteckung? Also sind sie auch ansteckend, wenn sie keine Symptome haben? Ja, ja. Also es geht darum, jetzt wovon ich gesprochen habe, nicht, dass das durcheinander kommt. Gut, dass Sie das nochmal fragen. Dann sage ich nochmal, es gibt eine Inkubationszeit. Also der Moment, wo jemand angesteckt wird mit einem Virus über Tröpfcheninfektionen, also Niesen, Husten, darüber eine andere Person ansteckt, diese Inkubationszeit dauert zwischen 2 und 14 Tagen. Die meisten sind so 3 bis 5 Tage. Aber der Zeitraum liegt bis zu 14 Tagen. Dann werden die Menschen, die infiziert werden, alle die krank werden, kriegen dann eben irgendwelche Symptome. Die Mehrheit sind ja milde Symptome einer Grippeähnlichen und eines Schnupfens. Aber wovon ich gesprochen habe, ist eine Art Reproduktionsrate, also die Rate, wie schnell eine Person dazu führt, dass eine Krankheit bei einer anderen Person auftritt. Und das ist bei diesem Influenza eben viel, viel schneller nach 2 Tagen. Und hier brauchen wir 7 Tage, um die Verbreitung zu haben. Das heißt also, die Verbreitung der Influenza ist effizienter. Und dieser Zeitraum ist länger und darum ist die Kontaktnachverfolgung einfacher. Denn wenn Sie nach 2 Tagen schon den nächsten möglichen Patienten haben, ist es natürlich schwerer, den zu finden, als wenn Sie 7 Tage Zeit haben. Ja? Das sind 2 unterschiedliche Größen, die man auseinanderhalten muss.